heute geht es um das Baby da hinten. Ich möchte mit euch meinen Kleiderschrank auf Herbst umstellen. Zur Hintergrundinfo, ich kaufe seit etwa einem Jahr keine neue Kleidung mehr, sondern ausschließlich Secondhand und Vintage. Außerdem stelle ich mir immer eine kleine Capsule Wardrobe zusammen. Das bedeutet, dass ich meinen Kleiderschrank quartalsweise umstelle, also nur die saisonalen Kleidungsstücke wirklich im Kleiderschrank habe. Ich fühle mich damit super wohl, weil es mir einfach viel, viel leichter fällt, mich morgens anzuziehen, wenn einfach weniger im Kleiderschrank drin ist, das Ganze viel geordneter und übersichtlicher ausschaut. Außerdem nutze ich das Umräumen jedes Mal, um ein bisschen auszusortieren, und genau das werden wir heute machen. So schaut mein Kleiderschrank für den Sommer aktuell aus. In Hamburg ist es zwar noch relativ warm, aber ich freue mich einfach riesig auf den Herbst und das ganze Layering und meine Lieblingspullis wieder anzuziehen. Die habe ich übrigens im Keller verstaut, sodass es jedes Mal ein wenig Shop Your Closet ist, wenn ich meine Kleidung umstelle. Als erstes räume ich die komplette Kleidung aus dem Kleiderschrank raus, lege sie aufs Bett, sodass ich den Schrank einfach einmal komplett durchsaugen und durchwischen kann. Also ein Fresh Start, wie eine neue Leinwand, die man einfach frisch und sauber beginnen kann. Dann schaue ich meine gesamte Sommerkleidung durch. Alles, was Off-Season, also nicht Herbstware ist, lege ich zur Seite. Und was ich behalten möchte, sortiere ich wieder in den Schrank ein. Ich habe übrigens bei meiner Capsule Wardrobe keine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken. Viele arbeiten ja mit so 30, 40 Stücken. Wenn euch das hilft, könnt ihr gerne mit einer konkreten Zahl arbeiten. Mir geht es eher um den Prozess, quartalsweise zu überlegen, liebe ich das noch oder freut sich vielleicht auch jemand anderes darüber. Dann hole ich meine Koffer aus dem Keller, 2 Stück an der Zahl, und räume alles komplett aus, sodass ich anfangen kann, meine Herbstcapsule zusammenzustellen. Hier vielleicht an der Stelle einfach nochmal eine Erklärung. Eine Capsule Wardrobe besteht hauptsächlich aus Basics mit ein paar Showstoppern, sodass ihr ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten habt mit relativ wenig Kleidung. Das führt dazu im Optimalfall, dass ihr jedes Teil regelmäßig und häufig anzieht und sich keine Schrankleichen ergeben. Ich sehe alle meine Kleidung durch und mache dann verschiedene Stapel. Einmal behalten, also Lieblingsteile, auf die ich mich schon freue, die auf jeden Fall zurück in meinen Kleiderschrank kommen. Storage-Teile, also Sachen, die Off-Season sind, wie dicke Wintersachen oder Frühjahrsteile, aber auch Herbstsachen, die ich mag, die ich aber dieses Jahr vielleicht nicht tragen und sie erst wieder nächstes Jahr in meinen Kleiderschrank sortieren will. Dann den Verkaufsstapel, also Sachen, die ich nicht mehr so stark liebe, beziehungsweise die vielleicht nicht mehr unbedingt zum dem Rest des Kleiderschranks passen. Wenn euch das interessiert, wartet einmal bis zum Ende, da gebe ich euch noch mehr Infos zu diesem Stapel. Und zum Schluss den Ausbessern-Stapel, also Sachen, die geflickt werden müssen, enger weitergemacht werden müssen. Da achte ich auch generell bei allem in meinem Schrank drauf, dass es einfach jetzt in dem Moment in einem Top-Zustand ist. Also alle Teile werden ordentlich zugeknöpft und gefaltet. Dann gibt es die Teile, die, ihr kennt das wahrscheinlich, diese Knüttel auf der Oberfläche gebildet haben. Da habe ich den ultimativen Tipp für euch. Das habe ich mal in einem Video bei den Sorry Girls gesehen und liebe ihn seitdem, und der ist auch wirklich nicht teuer. Das ist der Philips Fusselrasierer. Ist übrigens keine Werbung. Ich verlinke ihn euch unten. Damit könnt ihr einfach über die Kleidung gleiten und die Sachen sehen hinterher aus wie neu und ihr könnt sie viel, viel länger tragen. Dann gibt es noch den Maybe Pile, also Sachen, bei denen ich mir unsicher bin. Diese Sachen probiere ich auf jeden Fall nochmal an und schaue, wie ganz im Marie Kondo-Style, bringen sie mir noch Freude, lassen sie sich gut kombinieren und brauche ich sie wirklich?
Ja, und das ist der komplette Stapel, den ich in diesem Herbst aussortiert habe. Den Rest der Kleidung sortiere ich dann wieder in meinen Kleiderschrank an. Dabei sortiere ich jeden Stapel von hell nach dunkel. Ich finde, das schafft Ordnung und man findet die Sachen einfach leichter, wenn man sie sucht. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch nur eine Sorte Kleiderbügel benutzen. Das so als Tipp. Das bringt auch nochmal mehr Ruhe in den Schrank. Stresst und überfordert euch auf jeden Fall nicht. Ich selber stehe auch noch am Anfang und mache das erst seit einem Jahr und ich lerne immer noch wieder Sachen dazu, die ich neu in meinen Kleiderschrank einbringe. Setzt euch auch selber eine realistische Zahl. Wenn ihr von super viel Kleidung kommt, dann ist eure Zahl vielleicht am Anfang eher 100 Kleidungsstücke und nicht gleich 30 wie die Profis. Und nächstes Jahr reduziert ihr das Ganze und arbeitet mit 80 Lieblingsteilen. Genauso mein Style würde ich eher so als effortless und basic sehen. Meine Farbwelt ist eher weiß, Creme, dann diese ganzen Grau-, Blau-, Schwarztöne. Das kann bei euch aber komplett anders sein. Also wenn ihr Blumenmuster liebt und Rot eure Farbe ist, dann ist das vollkommen okay. Wichtig ist, dass ihr euch klar macht, wie euer Style ist und in welchen Sachen ihr euch wohlfühlt. Ganz am Ende mache ich mir noch eine kleine Liste anhand meiner Pinterest-Mood-Bilder, welche 2-3 Teile ich gerne in Zukunft hinzufügen würde. Dann kann ich beim Thriften die Augen nach genau solchen Sachen offen halten. Und wenn ich merke, ich finde die Sachen im Secondhand-Shop nicht, dann shoppe ich einfach Secondhand online. Ich hätte gerne dieses Jahr noch eine weiße Hemdbluse, die langärmlich ist. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht. So ein bisschen Männerhemd-Style, weil ich die gerne zum Layering unter Pullis und Jacken hätte. Das kann aber auch sein, zum Beispiel, ich habe eine Jogginghose aussortiert, weil sie einfach aufgetragen war und anfing, Löcher an den Knien zu haben. Die kommt dann auch mit auf die Liste. So sieht mein Kleiderschrank jetzt aus. Ich bin super happy. Ich finde, er sieht wieder viel strukturierter, geordneter aus. Und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen von euch, auch mal ein bisschen anders, ein bisschen bedachter mit seinen Kleidungsstücken umzugehen, sie vielleicht mehr zu pflegen, länger zu tragen, durchzuschauen, was tragt ihr wirklich, was liegt seit 2 Jahren im Schrank und es ist einfach nur noch Ballast, der es euch jeden Morgen schwerer macht. Ja, und wenn euch mein Style gefällt und ihr gerne Secondhand shoppt, schaut doch mal auf Kleiderkreisel, ich heiße dort Maren28 und da findet ihr auf jeden Fall ganz viele von den Sachen, die ich heute aussortiert habe. Es kommen aber auf jeden Fall noch regelmäßig wieder weitere dazu. Also schaut dort gerne mal vorbei und wenn euch die Themen Secondhand-Mode, Vintage, nachhaltige Mode, Upcycling generell interessieren, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.